Liebe Aktive, liebe Trainer und Betreuer, liebe Kampfrichter, ich darf Sie und euch herzlich zum fünften und letzten Veranstaltungsabschnitt der diesjährigen nordrhein-westfälischen Jahrgangsmeisterschaften hier im Unibad in Bochum herzlich begrüßen im Namen des Veranstalters des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen und des Ausrichters, dem Landesstützpunkt Bochum. Schiedsrichter der heutigen Veranstaltung sind für die weiblichen Wettbewerbe Christiane Kovac-Höck. Schiedsrichter männlich ist Thomas Wachholz. Als Starter begleiten uns durch die Veranstaltung Stefan Plötz und Martin Traut. Wir werden an dem fünften Veranstaltungsabschnitt heute als erstes gleich die 200 Meter Lagenstrecken sehen, danach folgen die 50 Meter Freistil, danach noch die 200 Meter Schmetterling und zum Abschluss dann ein Lauf mit 1500 Metern Freistil bei den Herren. Bevor wir gleich mit der Veranstaltung anfangen, möchte ich Ihnen, wie schon gehabt, noch einige Dinge aus dem Hygienekonzept für die Jahrgangsmeisterschaften vorstellen, denn dies sind Regelungen, die von allen Teilnehmern und Anwesenden zwingend zu beachten sind, da nur unter diesen Voraussetzungen diese Jahrgangsmeisterschaften hier stattfinden können. Der Zutritt zum Veranstaltungsort ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Der Schutz muss in allen Bereichen die gesamte Zeit getragen werden. Ausgenommen ist dies bei den Sportlerinnen und Sportlern auf der Startbrücke, unmittelbar vor und direkt nach dem Start. Sportler sollten sich, wann immer möglich, auf ihrem Platz an der Tribüne aufhalten. Das Gleiche gilt auch für die Betreuer und Trainer, denn der Beckenrand ist ausschließlich den Trainern und Kampfrichtern während des Wettkampfes vorbehalten. Zum Wettkampfablauf noch einige Hinweise. Wir bitten die Aktiven, den Zutritt zur Startblöcke ausschließlich über die Bahn 1 zu machen. Und wir bitten auch darum, dass nur die direkt aufgerufenen und der unmittelbar danach stattfindende Lauf sich auf der Startbrücke einfindet, damit auch dort die entsprechenden Mindestabstände eingehalten werden können. Des Weiteren bitten wir, dass die Aktiven nach dem Anschlag zunächst erst einmal im Wasser verbleiben, bis der nächste Lauf gestartet ist und danach dann das Wasser über die Bahnen 1 und 10 verlassen. Eine Ausnahme für diese Regelung gilt bei den Rückenwettkämpfen. Dort bitten wir die Aktiven, wenn der Letzte aus dem Lauf angeschlagen hat, direkt das Wasser zu verlassen. Und nach dem Verlassen der Startbrücke ist auch von den Aktiven der Mund- und Nasenschutz wieder aufzusetzen. Ein Hinweis noch zu den Siegerehrungen. Wir werden versuchen, die Siegerehrungen, je nachdem, wann uns die Wettkampfergebnisse nach der Freigabe durch die Schiedsrichter vorliegen, jeweils in kleinen Wettkampfpausen zwischen den einzelnen Wettkämpfen vorzunehmen. Wir werden dazu rechtzeitig dann die Hinweise geben, wenn uns Wettkampfergebnisse vorliegen und die entsprechenden Aktiven dann auch zur Siegerehrung aufrufen. Wir kommen zum Wettkampf 28, 200 Meter Lagen der Damen. Hier sehen wir insgesamt drei Läufe. Im ersten Lauf startet auf der Bahn 3 Madita Flach, SV Renania Köln. Bahn 4 Cosima Schmiedel, Freie Schwimmer Düsseldorf. Auf der Bahn 5 Hanna Weyand, SG Bayer. Bahn 6 belegt mit Marie Kroninger, SV Blau-Weiß Bochum. Auf der Bahn 7 sehen wir Nele Behrendt von den Freien Schwimmern Düsseldorf. Es folgt der zweite Lauf. Hier sehen wir auf der Bahn 2 Maja Nowak-Löcker, SG Neuss. Bahn 3 Charlotte Österreich, SG Dortmund. Auf der Bahn 4 Christina Sturm, ebenfalls SG Dortmund. Bahn 5 Jasmin Haustein, SV Renania Köln.
Auf der Bahn 6 startet Fiona Redemann, SG Gladbeck-Recklinghausen. Bahn 7 Tina Wenzel, SG Schwimm-Münster. Und auf der Bahn 8 Emma Dormeyer von TPSK. Ich rufe auf den dritten und letzten Lauf. Hier sehen wir auf Bahn 1 Lina Haberstroh, Wasserfreunde Bielefeld. Bahn 2 belegt mit Mila Sassen, Düsseldorfer SC. Auf der Bahn 3 startet Lara Mertins, SG Essen. Bahn 4 belegt mit Charlotte Wendel, TV Ratingen. Auf der Bahn 5 ebenfalls von TV Ratingen Laura Dersch. Bahn 6 belegt mit Elsa Marie Greif, SG Mönchengladbach. Auf der Bahn 7 sehen wir Mona Klein, SG Neuss. Bahn 8 belegt mit Mara Verrier, VfL Gladbeck. Auf der Bahn 9 Tamina Hilscher, SG Siegen. Und auf der Bahn 10 startet Pia Kleine-Bekel, Wasserfreunde Bielefeld.
Wir kommen nun als nächstes zu Wettkampf 29, 200 Meter Lagen männlich. Hier sehen wir insgesamt 4 Läufe und im ersten Lauf startet auf der Bahn 4 Yannick van Dijk, CSV Kleve, Bahn 5 Niklas Krüger, SG Essen, Bahn 6 Diego Sander, Duisburger Schwimmteam und auf der Bahn 7 startet Tobias Neubert für die SG Bayer. Wenn ihr nicht sprecht, dann können wir das anmachen, weil jedes Mal nicht mehr da anstehen. Aber okay. Sagen wir das dann jetzt an. Okay. Ich rufe auf zu Lauf 2. Hier startet auf der Bahn 1 Mats Pöhler, Aachener SV, Bahn 2 Falk Lömke, SG Schwimmen Münster, Bahn 3 Dominik Luckert, SSF Bonn, Bahn 4 William Gutzel, SSF Bonn, Bahn 5 Silas Büssing, SG Neuss, Bahn 6 Maximilian Wiedermann, SSF Bonn, Bahn 7 Tim Faulwetter, VfR Übach-Palenberg, Bahn 8 David van der Hirtz, TPSK 1925, Bahn 9 Florian Schauerte, SG 9 und auf der Bahn 10 sehen wir Felix Schützenberger für die SG Bayer.
Aufruf zu Lauf 3. Hier startet auf der Bahn 2 Nalmaus, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 3 Robert Sittel, SG Schwimmen Münster, Bahn 4 Valentin Schnermann, SG Schwimmen Münster, Bahn 5 Tobias van Agelen, SG Neuss, Bahn 6 Tim Krajewski, SSF Bonn, Bahn 7 Yannick Steffens, SG Bayer, Bahn 8 Tayo van Loog, SG Essen und auf der Bahn 9 sehen wir Florian Stolle von der SG Neuss. Ich rufe jetzt auf zu Lauf 4. Hier startet auf der Bahn 3 Islam Elin Ramini, SSF Bonn, Bahn 4 Julian Kremer, SG Essen, Bahn 5 Tim Hanke, SG Essen, Bahn 6 Alexander Menzel, TPSK 1925 und auf Bahn 7 startet Luca Gusati, SC Undine Bekum. Einmal der Hinweis für die Aktiven, wir werden nach den 50 Meter Freistilstrecken der Damen und Herren eine kurze Pause für die Siegerehrung machen, für Wettkampf 28, 200 Meter Lagen der Damen. Dafür halten sich dann bitte bereit Hanna Weyand, Cosima Schmiedl, Nele Behrendt, Fiona Redemann, Tina Wetzel, Christina Sturm, Lara Mertins, Charlotte Wendel, Lina Haberstroh, Pia Kleine-Bekel, Tamina Hilschler und Mona Klein. Es folgte Wettkampf 30, 50 Meter Freistil der Damen. Hier sehen wir insgesamt 9 Läufe und im ersten Lauf startet auf der Bahn 4 Madita Flach, SV Renania Köln, Bahn 5 Lille Berlin, SG Gelsenkirchen und auf der Bahn 6 Melina Schwind, SG Bayer.
Es folgt der zweite Lauf. Hier startet auf Bahn 2 Sophia Markthof, Düsseldorfer SC, Bahn 3 Romy Marie Novak, SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 4 Mia Winkmann, SG Bayer, Bahn 5 Meier Brutschilo, SG Mülheim, Bahn 6 Lea Sophie Wenzel, SG Essen, Bahn 7 Frieda Limbach, TPSK, Bahn 8 Alessia Apostol, SG Essen und auf Bahn 9 Sophia Dimitrev Calderon, SG Bayer. Im dritten Lauf startet auf Bahn 1 Nele Hutmacher, SV Delfin Dorsten, Bahn 2 Alene Rumbaum, SG Mülheim, auf der Bahn 3 Laura Dessel, SG Dortmund, Bahn 4 Marie Kroninger, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 5 Juliana Dora Boschka, SG Essen, Bahn 6 Selina Springer, SG Dortmund, Bahn 7 Sina Böhmer, ebenfalls SG Dortmund, auf der Bahn 8 Ashelia Selabas, SG Bergheim, Bahn 9 Jana Strand, SV Horum-Sindorf und auf der Bahn 10 Cosima Schmiedel, Freie Schwimmer Düsseldorf. Im vierten Lauf sehen wir auf der Bahn 3 Helena Ernst, SG Ruhr, Bahn 4 Charlotte Giussetti, Düsseldorfer SC, Bahn 5 Nina Schreier, SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 6 Raya Seyfried, SG Bayer, Bahn 7 belegt mit Mai Helen Angerer, SG Bayer, auf der Bahn 8 Anneliese Zimpel von SV Wuppertal-Neuenhof. Ich rufe auf den fünften Lauf. Hier startet auf Bahn 1 Meierbauer, SC Hürth, Bahn 2 an Katrin Beißel, SG Bayer, auf der Bahn 3 Julian Nam, SG Schönmünster, Bahn 4 Julia Snarowska, SG Neuss, auf der Bahn 5 Lilly Bungert, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 6 Angelina May-Hermann, TPSK, Bahn 7 Emma Pillich, TPSK, Bahn 8 Fiona Redemann, SG Gladbeck-Recklinghausen, Bahn 9 Finja Knappe, erster Paderborner SV und auf der Bahn 10 Judith Brinkmann, SV Blau-Weiß Bochum. Im sechsten Lauf sehen wir auf der Bahn 2 Sinika Kasper, SG Vago, Bahn 3 Eileen Carmen Karaman, SG Dortmund, Bahn 4 Kathleen Machatik, SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 5 Rebecca Manns, SG Remscheid, auf der Bahn 6 Jule Wichtermann, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 7 Melina Atanasopoulou, SG Neuss und auf der Bahn 8 Laura Malz, SC Hürth.
Ich rufe auf den siebten Lauf. Hier sehen wir auf Bahn 1 Mette Malzahn, Kopfsprung Köln, Bahn 2 Viktoria Katharina Dolle, VfL Gladbeck, auf der Bahn 3 Charlotte Wendel, TV Ratingen, Bahn 4 Johanna Heidemann, SC Steinhagen Armshausen, Bahn 5 Iris Julia Berger, SV Renania Köln, Bahn 6 Paula Schmidt, SG Vargo, auf der Bahn 7 Hanna Kratzenberg, SG Bayer, Bahn 8 Marie Gröting, SG Essen, auf der Bahn 9 Alice Bianca Wettel, SG Mönchengladbach und auf der Bahn 10 Hanna Menzel, TPSK. Im achten Lauf sehen wir auf der Bahn 1 Lina Jongmanns, SC Delfingeldern, Bahn 2 Mona Klein, SG Neuss, auf der Bahn 3 Lisa Volk, SG Mönchengladbach, Bahn 4 belegt mit Rosalie Claybold, SG Essen, Bahn 5 Nina Holt, SG Mönchengladbach, auf der Bahn 6 startet Vivian Selling, SG Bayer, Bahn 7 Pia Dickelskamp, ebenfalls SG Bayer, Bahn 8 Stefanie Buchholz, Lüneschalt und auf der Bahn 9 Lisa Schnürle, SSF Bonn. Im letzten Lauf sehen wir auf der Bahn 2 Rika Botz, SG Schwimmen Münster, Bahn 3 Pia, Kleine Bekel, Wasserfreunde Bielefeld, auf der Bahn 4 Carla Pieper, SG Ruhr, Bahn 5 Bette Budwil, SC Steinhang Armshausen, auf der Bahn 6 Lilly Hampeter, Düsseldorfer SC, Bahn 7 Nina Loos, SC Herford, Bahn 8 Charlotte Hipper, SG Sennenhorst und auf der Bahn 9 Julia Krüger, SG Wassersport Iserlohn. Wir kommen nun zu Wettkampf 31, 50 Meter Freistil männlich. Dieser Wettkampf wird in 6 Läufen ausgetragen. Im Lauf 1 sehen wir auf der Bahn 2 Max Zacharias Damen, DPSK 1925, Bahn 3 Tobias Neubert, SG Bayer, Bahn 4 Leonard Büttnagel, SC Neptun Köln-Porz, Bahn 5 Niklas Krüger, SG Essen, Bahn 6 David Vandenhirz, TPSK 1925, Bahn 7 Gabriel Langner, SG Bayer, Bahn 8, Leon Fetiu, SV Neviges und auf der Bahn 9 startet Luca Merkula für die SG Bayer. Ich rufe auf zu Lauf 2. Hier startet auf der Bahn 1 Jan Kim Pole, SG Neuss, Bahn 2 Jakob Eppels, SG Remscheid, Bahn 3 Jan Rogalski, SG Essen, Bahn 4 Jano Berschet, SG Ruhr, Bahn 5 Falk Lömke, SG Schwimm Münster, Bahn 6 Lukas Brockhaus, SG Dortmund, Bahn 7 Ron Matrick, SG Mönchengladbach, Bahn 8 William Gutzel, SSF Bonn,
Bahn 9, Louis Ovi, SG Siegen, und auf der Bahn 10 startet Maximilian Scheuermann für TPSK 1925. Wie schon gesagt, werden wir nach den 50 Meter Freistilstrecken die Siegerehrung über die 200 Meter Lagen machen. Dort halten sich von den Herren bitte folgende Aktive bereit: William Gutzel, Silas Büssing, Tim Faulwetter, Tobias van Agelen, Till Krajenski, Valentin Schermann, Alexander Menzel, Islam Eloanimi und Julian Krämer. Ich rufe auf zu Lauf 3. Hier startet auf der Bahn 1 Tim Friedrichs, SSV Meschede, Bahn 2 Linus Pablakis, Wasserfreunde Lüdenscheid, Bahn 3 Dennis Pukras, TPSK 1925, Bahn 4 Nils Förster, SC Aqua Köln, Bahn 5 Tom Kidaki, SG Essen, Bahn 6 Björn Theissen, SG Bayer, Bahn 7 Benjamin Bauten, SC Delfin Geldern, Bahn 8 Maximilian Zintek, SG Bayer, und auf der Bahn 9 Hendrik Philipp Karl, TuS Dortmund Brackel. Aufruf zu Lauf 4. Hier startet auf der Bahn 1 Leon Ubranov, Wasserfreunde Bielefeld, Bahn 2 David Streit, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 3 Teljo van Loog, SG Essen, Bahn 4 Yannick Steffens, SG Bayer, Bahn 5 Lukas Kloppe, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 6 Tobias van Agelen, SG Neuss, Bahn 7 Leon Schmidt, SG Essen, Bahn 8 Valentin Schneermann, SG Schwimmen Münster, Bahn 9 Sebastian Heisig, SG Schwimmteam Köln, und auf der Bahn 10 Luca Borg von der SG Mülheim. Aufruf zu Lauf 5. Hier startet auf Bahn 1 Janik Hartmann, SC Herford, Bahn 2 Felix Kall, SC Delfin Geldern, Bahn 3 Jan Böckmann, SG Lünen, Bahn 4 Timo Ebert, SG Mülheim, Bahn 5 Benjamin Atmar, SG Essen, Bahn 6 Huber Party, TPSK 1925, Bahn 7 Maximilian Schülling, SV Greven, Bahn 8 Marius Broscheid, TPSK 1925, Bahn 9 Ratner Köppe, SC Steinhaugen Amshausen, und auf der Bahn 10 Julian Krämer, SG Essen. Aufruf zum letzten Lauf aus Wettkampf 31, 50 Meter Freistil männlich, das ist der Lauf 6. Hier sehen wir auf der Bahn 1 Leon Volkmann, SG Gelsenkirchen, Bahn 2 Luca Kemper, VfL Gladbeck, Bahn 3 Leon Ovi, SG Siegen, Bahn 4 Kevin Schiedung, SG Oberhausen, Bahn 5 Yannick Schuller, SSF Bonn, Bahn 6 Max Linzinger, Lippstädter SV, Bahn 7 Michael Kusper, SG Gladbeck Recklinghausen, Bahn 8 Max Müller, SG Essen, Bahn 9 Hendrik Wille, SV Nebiges, und auf der Bahn 10 startet Felix Gnühen von SC Hartberg.
Wir werden nach diesem Lauf sofort mit der Siegerehrung anfangen für Wettkampf 28 zu einer Mitterlagen der Damen. Dementsprechend bitte ich die vorhin aufgerufenen Damen jetzt schon mal zum Siegerpodest zu kommen. Wir beginnen mit der Siegerehrung, Wettkampf 28, 200 Meter lang der Damen im Jahrgang 2006. Hier wurde Dritte von den Freien Schwimmern Düsseldorf mit einer 2,44,30 Nele Behrendt. Auf den zweiten Platz schwamm sich ebenfalls von den Freien Schwimmern Düsseldorf mit einer 2,35,42 Cosima Schmiedel. Und auf den ersten Platz und somit NRW-Jahrgangsmeisterin 2021 im Jahrgang 2006 von der SG Bayer mit einer 2,31,93 Hanna Weyand. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zur Ehrung im Jahrgang 2005. Hier wurde Dritte von der SG Dortmund mit einer 2,36,31 Christina Sturm. Die Silbermedaille erschwamm sich von der SG Schwimmen Münster mit einer 2,31,32 Tina Wetzel. Und erst und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2005 von der SG Gladbeck-Recklinghausen mit einer 2,29,64 Fiona Redemann. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zum Jahrgang 2004. Hier wurde Dritte von Wasser von Bielefeld mit einer 2,34,07 Lina Haberstroh. Die Silbermedaille erschwamm sich von TV Rating mit einer 2,29,27 Charlotte Wendel. Und erst und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2004 von der SG Essen mit einer 2,25,47 Lara Mertins. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zur Ehrung vom Jahrgang 2003. Hier wurde Dritte von der SG Neuss mit einer 2,34,00 Mona Klein. Zweite von der SG Siegen mit einer 2,35,89 Tamina Hilscher. Und auf dem ersten Platz und somit NRW-Jahrgangsmeisterin der Junioren von den Wasserfreunden Bielefeld mit einer 2,35,81 Pia Kleine-Bekel. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen dann zur Siegerehrung aus Wettkampf 29. Dies waren die 200 Meter Lagen männlich. Im Jahrgang 2005 wurde Dritter Tim Faulwetter vom VfR Übach-Palenberg mit der Zeit von 2:15,62. Platz 2 geht an Silas Büssing vom der SG Neuss in der Zeit von 2:14,08. Erster und NRW-Jahrgangsmeister 2021 wurde William Gutzel vom SSF Bonn mit der Zeit von 2:13,27. Herzlichen Glückwunsch!
Siegerehrung Jahrgang 2004. Hier wurde Dritter Valentin Schneermann von der SG Schwimmen Münster mit der Zeit von 2:13:19. Platz 2 geht an Till Krajenski von der SSF Bonn mit der Zeit von 2:12:67. Und Erster mit der Siegerzeit 2:11:43 von der SG Neuss, Tobias van Agelen. Er ist damit NRW-Jahrgangsmeister 2021. Herzlichen Glückwunsch. Es folgt noch eine Ehrung. Danach machen wir weiter mit Wettkampf 32, 200 Meter Schmetterling der Damen. Hier sehen wir insgesamt zwei Läufe. Im ersten Lauf startet auf der Bahn 3 Anna Pia Schwenicke, SG Mönchengladbach. Bahn 4 Liana Herbst, SG Mönchengladbach. Auf der Bahn 5 Nele Hutmacher, SV Delfin Dorsten. Bahn 6 Emily Hoppe, 1. Paderborner SV. Und auf der Bahn 7 Hanna Steffen, VfL Gladbeck. Wir kommen nun zur Siegerehrung der Jahrgänge 2002-2003. Hier wurde Dritter Julian Krämer von der SG Essen mit der Zeit von 2:20:58. Platz 2 geht an Islam El Noamini vom SSF Bonn in der Zeit von 2:19:40. Und Erster und NRW-Jahrgangsmeister 2021 wird Alexander Menzel vom TPSK 1925 mit der Zeit von 2:10:09. Herzlichen Glückwunsch. Es folgt der letzte Lauf der Damen dieser Veranstaltung. Hier sehen wir auf der Bahn 3 Ann-Kathrin Beißel, SG Bayer. Bahn 4 Lina Haber, Strohwasser Freunde Bielefeld. Auf der Bahn 5 sehen wir Janne Bodemer, SG Schwimmen Münster. Bahn 6 startet Anna-Marie Haber, Strohwasser Freunde Bielefeld. Auf der Bahn 7 Lucy Kindermann, SG Ruhr. Und auf der Bahn 8 geht an den Start Tamina Hilscher von der SG Siegen.
Aufruf zu Wettkampf 33, 200 Meter Schmetterling männlich. Hier haben wir insgesamt ebenfalls zwei Läufe. Im Lauf 1 auf der Bahn 1 startet Maxim Wenzel von der SG Essen. Bahn 2 Tim Faulwetter, VfR Übach-Palenberg. Bahn 3 Maximilian Wiedemann, SSF Bonn. Bahn 4 Moritz Winkelmann, SG Neuss. Bahn 5 Philipp Peschke, SG Essen. Bahn 6 Jano Berschnitt, SG Ruhr. Bahn 7 Leon Telmo Schürmann, SG Schwimmen Münster. Bahn 8 Mats Pöhler, Aachener SV. Bahn 9 Gabriel Langner, SG Bayer. Und auf der Bahn 10 startet Florian Küpper für die SG Neuss. Einmal der Hinweis für die Aktiven, wir werden während Wettkampf 34, 1500 Meter Freistil der Herren, die Siegerehrung für Wettkampf 30 und Wettkampf 31 durchführen. Das sind die 50 Meter Freistilstrecken. Dafür halten sich dann bitte bereit Juliana Dora-Boschka, Sina Böhmer, Ashelia Selabas, Lilly Bungert, Fiona Redemann, Julia Snarowska, Iris Julia Berger, Viktoria Katharina Dolle, Charlotte Wendel, Vivian Selling, Lila Hampeter, Charlotte Hipper. Ich rufe auf zu Wettkampf 33, Lauf 2. Auf der Bahn 3 startet hier Till Krajenski von der SSF Bonn. Bahn 4 Alexander Erik Bäumer, SG Siegen. Bahn 5 Islam El Noani Mani, SSF Bonn. Bahn 6 Marius Schimankowski, SG Gelsenkirchen. Und auf der Bahn 7 startet Alexander Menzel vom TPSK 1925. Auch die Ergebnisse für die Herren bei den 50 Metern Freistil liegen vor. Diese werden wir auch dann gleich parallel bei den 1500 Meter Freistil machen. Für diese Siegerehrung halten sich bitte bereit Falk Lümke, Jano Berschnitt, Jan Rogalski, Tobias van Agelen, Yannick Steffens, Lukas Klopke, Max Linzinger, Kevin Schiedung und Timo Ewert.
Ich rufe nun auf zum letzten Wettkampf und letzten Lauf des heutigen fünften Veranstaltungsabschnittes und damit auch der letzte Lauf der ganzen Veranstaltung. Die sind die 1500 Meter Freistil der jungen Herren. Hier sehen wir auf der Bahn 1 Moritz Winkelmann von der SG Neuss, Bahn 2 Norik Schulz, SG Dortmund, Bahn 3 David Vandenhirz, DPSK 1925, Bahn 4 Jonas Bodenburg, SG Mönchengladbach, Bahn 5 Hendrik Bechtel, TPSK 1925, Bahn 6 Melvin Pasternak, ebenfalls TPSK 1925, Bahn 7 Till Schmidt, SG Ruhr, Bahn 8 Lasse Bieder, Kopfsprung Köln, Bahn 9 Leon Volkmann, SG Gelsenkirchen und auf der Bahn 10 startet Christian Hönig für den TPSK 1925. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung, Wettkampf 30, 50 Meter Freistil der Damen im Jahrgang 2006. Wurde Dritte von der SG Bergheim mit einer 28,55 Ashela Selabas. Auf den zweiten Platz von der SG Dortmund mit einer 27,52 Sina Böhmer. Und auf dem ersten Platz von der SG Essen mit einer 26,83 und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2006, Juliana Dora Boschka. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zum Jahrgang 2005. Hier wurde Dritte von der SG Neuss mit einer 27,94 Julia Snarowska. Auf den zweiten Platz von der SG Gladbeck-Recklinghausen mit einer 27,93 Fiona Redemann. Und auf den ersten Platz und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2005 von der SV Blau-Weiß Bochum mit einer 27,58 Lilly Bungert. Herzlichen Glückwunsch!
Im Jahrgang 2004 erschwamm sich die Bronzemedaille von TV Rating mit einer 27,45 Charlotte Wendel. Auf dem zweiten Platz VfL Gladbeck mit einer 27,04 Viktoria Katharina Dolle. Und erste mit der Siegerzeit 26,74 von SV Renania Köln und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2004 Iris Julia Berger. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zu den Jahrgängen 2002-2003. Hier wurde Dritte von der SG Sennenhorst mit einer 28,08 Charlotte Hipper. Zweite vom Düsseldorfer SC mit einer 27,48 Lilly Hampeter. Und erst und somit NRW-Jahrgangsmeisterin der Junioren von der SG Bayer mit einer 26,94 Vivian Selling. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen nun zur Siegerehrung, Wettkampf 31, 50 Meter Freistehlen männlich. Im Jahrgang 2005 wurde Dritter Jan Rogalski von der SG Essen mit der Zeit von 0:25:20. Platz 2 geht an Jano Berschnitt von der SG Ruhr in der Zeit von 0:24:84. Und Platz 1 und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 wird Falk Lömke von der SG Schwimmen Münster mit der Zeit von 0:23:90. Herzlichen Glückwunsch! Siegerehrung Jahrgang 2004. Hier wird Dritter Lukas Kloppe vom SV Blau-Weiß Bochum in der Zeit von 0:25:13. Platz 2 geht an Yannick Steffens von der SG Bayer in der Zeit von 0:25:10. Und Erster wird Tobias van Angelen. Er ist NRW-Jahrgangsmeister 2021 für die SG Neuss und der Siegerzeit von 0:24:39. Herzlichen Glückwunsch! Siegerehrung der Jahrgänge 2002-2003. Hier wird Dritter Timo Ebert von der SG Mülheim in der Zeit von 0:24:66. Platz 2 geht an Kevin Schiedung von der SG Oberhausen und der Zeit 0:24:62. Und Erster und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 der Junioren wird Max Linziger vom Lippstädter SV mit der Zeit von 0:24:58. Herzlichen Glückwunsch!
Wir werden jetzt gleich auch die Siegerehrung für Wettkampf 32 zu einer mit der Schmetterling der Damen durchführen. Dafür halten sich bitte bereit Nele Hutmacher, Emily Hoppe, Hanna Steffen, Ann-Kathrin Beiße, Lina Haberstroh, Janne Bodemar, Tamina Hilscher, Anna-Marie Haberstroh. Wir beginnen mit der Siegerehrung, Wettkampf 32, 200 Meter Schmetterling der Damen im Jahrgang 2006. Hier wurde Dritte von VfL Gladbeck mit einer 2,45,69, Hanna Steffen. Auf dem zweiten Platz vom ersten Paderborner SV mit einer 2,43,55, Emily Hoppe. Und erst und somit NRW-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2006 vom SV Delfin Dorsten mit einer 2,37,92, Nele Hutmacher. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zum Jahrgang 2005. Hier gab es nur eine Schwimmerin und somit wurde diese erste und somit NRW-Jahrgangsmeisterin von der SG Bayer mit einer 2,38,99 an Katrin Beißel. Herzlichen Glückwunsch! Auch im Jahrgang 2004 gab es nur eine Schwimmerin, somit wurde auch diese NRW-Jahrgangsmeisterin von den Wasserfreunden Bielefeld mit einer 2,41,41 Lina Haberstroh. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zur Ehrung der Jahrgänge 2002-2003. Hier wurde Dritte von den Wasserfreunden Bielefeld mit einer 2,40,02 Anna-Marie Haberstroh. Auf dem zweiten Platz von der SG Siegen mit einer 2,38,52 Tamina Hilscher. Und erst und somit NRW-Jahrgangsmeisterin der Junioren von der SG Schwimmen Münster mit einer 2,24,89 Janne Bodemar. Herzlichen Glückwunsch!
Wir möchten dann jetzt auch gleich die Siegerehrung aus dem Wettkampf 33, 200 Meter Schmetterling männlich durchführen. Hierzu halten sich bitte folgende Aktive schon einmal für die Siegerehrung bereit. Jano Berschnitt, Philipp Peschke, Moritz Winkelmann, Till Krajenski, Alexander Erik Bäumer, Islam Eloamani, Marius Szymanatkowski und Alexander Menzel. Wir beginnen dann mit den Siegerehrungen aus Wettkampf 33, 200 Meter Schmetterling männlich und beginnen hier mit dem Jahrgang 2004. Hier wurde Zweiter Alexander Erik Bäumer von der SG Siegen in der Zeit von 2:20:34. Platz 1 und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 über die 200 Meter Schmetterling wird Till Krajenski von SSF Bonn in der Siegerzeit von 2:15:44. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen dann zur Siegerehrung der Jahrgänge 2002 und 2003. Hier wird Dritter Alexander Menzel, TPSK 1925, in der Zeit von 2:15:15. Platz 2 geht an Marius Szymanatkowski von der SG Gelsenkirchen in der Zeit von 2:14:21. Platz 1 erschwamm sich Islam Elnoamani vom SSF Bonn in der Siegerzeit von 2:09:81 und er wird damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 der Junioren. Herzlichen Glückwunsch! War Absicht, weil euer Kollege noch schwimmt.
Jetzt kommen wir noch zur Siegerehrung des Jahrgangs 2005. Hier wurde Dritter Moritz Winkelmann von der SG Neuss in der Zeit von 2:13:87. Platz 2 geht an Philipp Peschke von der SG Essen in der Zeit von 2:11:18. Und erster und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 wird Jano Berschnitt von der SG Ruhr mit der Siegerzeit von 2:08:00. Herzlichen Glückwunsch.
Wir kommen nun zur letzten Siegerehrung aus Wettkampf 34. Die 1500 Meter Freistil männlich für diese Siegerehrung halten sich bitte folgende Aktive bereit: Norik Schulz, David Vandenhirtz, Moritz Winkelmann, Melvin Pasternak, Hendrik Bechtel, Till Schmidt, Lasse Bieder und Leon Volkmann. Siegerehrung über 1500 Meter Freistil männlich, Jahrgang 2005. Hier wurde Dritter Moritz Winkelmann von der SG Neuss mit der Zeit von 18:09:41. Platz 2 geht an David Vandenhirtz vom TPSK 1925 in der Zeit von 17:05:52. Platz 1 und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 wurde Norik Schulz von der SG Dortmund in der Siegerzeit von 16:57,80. Herzlichen Glückwunsch! Siegerehrung Jahrgang 2004. Hier wurde Zweiter Hendrik Bechtel vom TPSK 1925 in der Zeit von 17:04:47. Auf Platz 1 und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 wird Melvin Pasternak, ebenfalls TPSK 1925 mit der Siegerzeit von 16:59:47. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zur letzten Siegerehrung und das sind die Jahrgänge 2002 und 2003. Hier wurde Dritter Leon Volkmann von der SG Gelsenkirchen in der Zeit von 18:23:49. Platz 2 geht an Lasse Bieder von Kopfsprung Köln mit der Zeit von 17:30,16 und Platz 1 und damit NRW-Jahrgangsmeister 2021 der Junioren wird Till Schmidt von der SG Ruhr mit der Siegerzeit von 16:48,87. Herzlichen Glückwunsch! Mit dieser letzten Siegerehrung sind dann auch die diesjährigen nordrhein-westfälischen Jahrgangsmeisterschaften hier in Bochum beendet. Ich bedanke mich herzlich bei allen Helfern, beim Ausrichter und bei den Kampfrichtern und wünsche allen einen guten Nachhauseweg.